Teddy, wo müssen wir hin? Weißt du das? Kannst du mir zufällig sagen, wo wir lang müssen? Hier lang? Vielleicht? Nein, hier nicht. Tja. Wenn ich jetzt wüsste, wo das nächste Rohr ist, wäre es schon ganz geil, ne? Aber ich glaube, ich muss hier nicht lang. Ist das da drin? Oh. Oh, huch, Kamera. Hättet ihr mir nicht sagen können, dass ich hier lang muss? Türen. Ich muss sie alle öffnen und gucken. Alter! So bescheuert! Nein, nein, nein! Nein! Bist du bescheuert! Lass mich! Hey! Wie gemein, die Stelle kannte ich nicht mehr. Och nee. Not now.
Tja. Jetzt wird uns alles klar. Dann packen wir mal die letzte Erinnerung rein. Der Elefant. Er ist so unglaublich fröhlich. Huch. Zu. Drehen, 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 drehen. Ich verstehe nicht, warum der Elefant blaues Licht macht, obwohl er rosa ist, und warum das rosa Licht macht, obwohl es blau ist. Aber gut. Ein Glück haben wir die Foto von Teddy noch und können sie reinstecken. Wunder, wir sind wieder zu Hause und alles ist so schön hell und fröhlich. Kann man... Und jemand hat die Dinger wieder aufgeräumt. Ich mag den Elefanten. Der ist cool. Die Wohnung ist echt hübsch. Also ich mag die Tapeten. Geh mal weg. Na, sieh mal eine an. Eine kleine Eule. Ich finde die hübsch. Die sind auch so süß. Die sind alle so süß. Und überall finden wir Zeug, was wir die ganze Zeit gesammelt haben. Beziehungsweise gebraucht haben. Jetzt wird's hier düster. Ich finde es übrigens sehr lustig, dass dieses Puzzleteil viel zu groß für das Puzzle ist. Warum? Did you like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Ja, das war der kurze Titel Among the Sleep. Von der Story her, ich finde, es ist was
anderes. Also zum einen, dass man halt als Kleinkind spielt und ja. Ich mag das Spiel. Ich finde, das hat auch einen sehr hohen Wiederspielwert. Ich meine, klar, man kennt dann die Story und ist da nicht überrascht. Aber es macht trotzdem Spaß. Und es erschrickt immer wieder. Ziemlich gut. Also, mich. Weil ich finde, diese Hintergrundgeräusche, die haben es schon in sich. Außer natürlich, man geht da so ran wie von wegen, es ist mir alles egal. Dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist es schon ganz schön krass. Und hier sind ein Haufen Bäcker aufgelistet. Alle mit A. Ich bin gespannt, wann es mit B anfängt. Krass. Alex. Alle heißen Alex und Alexander. Oh. Also ich mag das Spiel. Und ja, es hat auch auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, es nochmal durchzuspielen. Und ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Bugs, also es ist eigentlich ziemlich bugfrei. Außer eben das eine mit dieser, was ich erzählt hatte, mit dieser... mit diesem Schieber, der so ausfährt, dieser ganz lange, dass der manchmal stecken bleibt, aber ich weiß nicht, wann das passiert und ob das überhaupt gefixt wurde. Auf jeden Fall, es passiert nicht oft. Und ja, dass das Spiel abstürzt, das ist ja jetzt auch nicht so schlimm, es ist mir jetzt nur einmal passiert. Ja. Oh, Batman war auch ein Bäcker. Krass. Tja, dann würde ich sagen, ich lasse es noch ganz schnell durchlaufen. Denke ich. Und werde mich hier abmelden. Abmelden. Lockout. Ich bin so blöd. Das ist schlimm. Wenn ich dann so beim Nachspannen nicht weiß, was ich sagen soll, fange ich an, irgendeine Scheiße zu labern. Aber es interessiert ja eh keinen, weil hier guckt ja schon keiner mehr. Na gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr mich mal wieder bei einem kleinen Projekt begleitet habt. Und ich bin gespannt, was als nächstes gespielt wird, weil ich habe noch keine Ahnung. Mal gucken. Es wird wahrscheinlich wieder etwas Kürzeres. Weil ich finde es ganz gut, wenn ich neben Skyrim, was ja permanent läuft, auch immer mal kurze Titel habe, damit auch ein bisschen Abwechslung ist. Und nicht wochenlang das Gleiche, aber naja, mal gucken. Ich habe eine extrem lange Liste an Spielen, mir wird schon irgendwas einfallen. Also gut, bevor ich noch mehr Quatsch rede, werde ich mich hier verabschieden. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Let's Play wieder oder bei den anderen, die ich schon gespielt habe. So, bei den anderen Spielen, meine ich. Bis bald und tschüssi.